Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt die zweite Runde am Sonntag. Und na klar, wir streicheln mal eben den Hund. So, ich habe das Lager wieder in meine Lieblingsecke gezogen. Hier ist es, da wäre noch besser. Hier befindet sich heute die Madame. Und dann sehen wir mal zu, dass wir heute hier eine Kopfgeldjagd annehmen. Habe ich nicht so, wie es da, ne? Mach ja nicht so gerne. Hilft aber nichts. Sonst werden wir ja nicht fertig. Also, da geht's hin. Jetzt schauen wir aber erst, ob wir noch zwei mittlere Tierkadaver bekommen. Weiß ich nicht. Truthähnchen oder so. So. Knarre her, Zustand egal. Hase täts natürlich auch. Dann sind wir nämlich hier. Fertig mit der Chose. Da sind sie schon. Das war falsch. Da müssen wir hin. So. Dann haben wir nämlich die mittleren Tierkadaver erledigt. Und dann können wir uns der Kopfgeldjagd widmen. Zumal wir dann ja auch Gegner haben, die wir plündern können. Das kann uns ja dann bei der Sammlerherausforderung heute helfen. Später bremsen wir dann noch bei der Madame an und schauen mal, ob wir noch Landkarten kaufen können. Aber jetzt zeige ich euch nochmal eben erst die Herausforderung. Also, wir brauchen noch 4 Stück. Naturkundler, Zähigkeitstonika, das machen wir gleich. Das wird ja nichts beim Schwarzgebrannten. Da haben wir es. Entweder 3 Münzen noch finden oder 3 Nichtspielercharaktere, gegnerische. Und hier die mittelgroßen Tierkadaver. Die hauen wir mal eben raus. Dann sind wir hier glatt. Jawohl. Und jetzt ab in die warme Ecke. Oh, wieder für eine Handvoll Dollar. Ja, mal schauen, ob ich heute noch ein bisschen Story schaffe. Wir müssen ja mal mit Arthur weiterkommen. So, was sagt hier die Temperatur? Ah, 19 Grad. Das ist ja nicht warm genug. Laufen wir uns hier mal warm, ne? So, nehmen wir mal so einen Steckbrief an. Ihr wisst ja, das meine ich so gerne. Komm hier, spielt keine Rolle. Dann müssen wir mal ein paar Bolas raussuchen hier. Da. Fange. Oh, wo ist der? Das ist ja genau mein Ding. Wo ist der Kerl? Ach du. Kinder, das ist eine Weltreise. Das muss doch nicht sein, oder? Oh, gut. Gott sei Dank läuft die Zeit ja erst, wenn man, glaube ich, nah genug dran ist. Apropos nah genug dran. Erstmal das Pferd füttern. Halleluja. Und das, wo ich mich in dieser Gegend nicht so gut auskenne. So, sollten wir vielleicht mal erst prüfen, was ist hier eigentlich die Voraussetzung heute. So, also, 2 aus der Ecke hier mit Bolas zu Fall gebracht und unter 5 Minuten. Okay, also müssen wir den nicht lebendig abliefern. Dann geht's ja. Ich persönlich finde ja, dass bei tot oder lebendig tot halt einfacher ist. So, jetzt muss ich mich hier erst wieder orientieren. Wo ist der hin?
Der ist immer noch da. Der bewegt sich doch. Ja, dann können wir ja erstmal hier einfach über die Gleise reiten. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Ach so, Zähigkeitstonika. Jetzt kommt wieder eins. Jetzt passiert hier wieder viel zu viel. Was ist das für ein legendäres Tier hier oben? Ihr habt's auch gehört, ne? Was ist es? Das kennen wir doch schon, ne? Welches ist denn das? Welches ist das? Kann ich das nicht so anpeilen? Na, eben hier fotografieren. Auch nicht. Dann kenne ich schon. Dann ignorieren wir es. Wir können uns ja nicht um alles kümmern, ne? Aber oder ist das heute hier was mit Pheromonen? Jetzt bin ich überfordert, ihr merkt es, ne? Ja klar. Können wir ja auch mal machen, ne? Los zur Knete. So. Hat aber schon mal geklappt. Ja, es ist, das war zu viel für mich. Ich wollte auch nur eine entspannte Runde am Sonntag zocken. Genau, dieses Ding ins Papiti da, das haben wir auch schon 100 Mal. Ja, 100 nicht, ist übertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht muss ich mich mal mehr in dieser Gegend hier aufhalten, dann kenne ich mich hier auch besser aus. Wo ist der Kerl? Aha! Also stimmt die Richtung. Was ein Theater. Nehmen wir vielleicht mal diese Knarre und erledigen gleich einfach mal seine Kompagnons. Wobei, wir müssen ja sagen, die Gegend ist ja jetzt von so einem klassischen Western-Set, ne? So die Western, die ich so früher gesehen habe. 70er, 80er. Da war das ja immer so ein Set hier, ne? So, wo ist er? Da ist er. Dem jagen wir erstmal einfach einen in die Rübe. Oh, den haben wir nicht erwischt. Aber jetzt. So, dann hoffen wir mal, dass der Kerl flüchtet. Und jetzt nichts wie hinterher. Das ist er. Haben wir das auch schon mal erledigt. Jetzt fesseln. Das Looten nicht vergessen. Und unter 5 Minuten abliefern. Auf geht's. Da ich mich hier in der Gegend nicht auskenne, muss ich mich an die Navigation halten. Da geht das Theater doch schon los. Jungs geben mir gleich auf, ne? Ich komme doch nicht mit in die Stadt.
Oben haben wir noch eine Tarotkarte. Aber jetzt liefern wir den erstmal ab. Deutlich unter 5 Minuten. Sehr gut gelaufen, oder? That's the bounty has agreed. You got a problem with the law or something? I got the best meat and provisions right here. Da müssen wir jetzt hoch. Wo geht's denn hier hoch? Ah, hier. So, also. Check. Nein, nein, nein. Ich hab's. Also heute habe ich's drauf. Naja, eine Woche noch arbeiten, dann habe ich Urlaub. Dann kann ich mich hier wieder ganz entspannt dem Zocken widmen. Jetzt checken wir mal. Was müssen wir noch machen? Eine Sache müssen wir noch erledigen. Ja, entweder läuft uns noch so ein Tierchen über den Weg. Das wäre an und für sich das Beste. Tja, das hat ja nicht geklappt, das Plündern. Und ich kann euch auch sagen, warum. Ich habe ja teuer Geld ausgegeben für das Pheromon. Ach, wisst ihr was? Was sagt denn die Uhr? 11 Minuten erst. Ich könnte natürlich jetzt hier eine Kopfgeldjagd annehmen, wenn die gelingt. Die muss ja nicht mal gelingen, ne? Ja, komm. Nehmen wir die mal hier. Derselbe Mist. Im Prinzip. Okay. Sehen wir zu, dass wir hier drauf kommen. Ob wir die jetzt mit Bolas fangen oder umlegen, spielt ja am Ende gar keine Rolle. Eins von beiden soll wohl glücken. Hier kommt man nicht runter, ne? Das meine ich. Ich kenne mich in der Gegend hier nie aus. Nein. Er versucht es trotzdem. Nein. Gut. Ja, wie gesagt. Ich sollte mich mehr in dieser Gegend hier aufhalten. Jetzt vielleicht auch mal was. Da sind sie ja schon. Ist die schön geflüchtet? Ja, sehr gut. Oh, 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 oh. Hier haben wir nicht aufgepasst. Wo ist sie denn? Der hat sich ja selbst umgelegt, der Idiot. Ah, sie ist da hinten, wird. Boah, da hat man auch nicht viel Zeit hier, ne? Habe ich ja nie aufgepasst. Der Penner. Der lebt noch. So, Bola ist raus. So, erledigt der Fall. Oh, das gibt's doch nicht. Was? Mir ist das egal jetzt. Das
die zornig. Ja, jetzt bin ich hier wirklich heute. Also, die abzuliefern mit der eh nix. Brauchen wir auch nicht. Das ist ein anderer Kerl jetzt. Hat sich selbst erledigt. So. Die neuen Rollenherausforderungen haben wir erledigt. Jetzt können wir in Ruhe plündern. Vielleicht finden wir ja noch was, was wir gebrauchen können. Ach, da ist der Kerl. Da können wir uns ja einen Spaß machen. Da wollen wir mal in Ruhe looten hier. Ich zeige euch den Spaß mal eben. Also. Herausforderung. 9 Stück erledigt. Wir mussten sie ja nur noch mit Bolas fesseln. Da brauchen wir noch einen Hirschen. Ja gut, so ein Habicht wäre toll. Muss aber nicht. Und wegen ruhiger Runde am Sonntag hier. Was ein Stress, was ein Stress. Die ist auch verschwunden. Hauptsache ist, wir haben es geschafft, oder? Ja, dann. Also diese staubige Gegend hier, mal ganz im Ernst. Ist auch nicht schön. Dann düsen wir jetzt mal eben nach Hause. Irgendwas ist hier. Ich höre es doch. Da. Das ist ja witzig. Wo ist das? Ich zeige euch das. Hier. Haben wir noch was auszubuddeln. Auch nicht schlecht. Zweiter Versuch, nach Hause zu kommen. Jetzt noch so ein Hirsch. Das wär's. Ein Hirsch dabei. Ich brauche einen Hirschen. Und da ist ein Elch. Da. Den brauchen wir nicht. Den lassen wir laufen, oder? Ja, und da ist der Hirsch. Zustand. Wurscht. Und da hören wir schon wieder die schöne Musik der Madame. Bis man so fertig ist, sind es dann trotzdem wieder 20 Minuten. Ne? Was tut man nicht alles fürs Gold? Ich mag sie ja. Oh, Perlen des Meeres. Dann haben wir wieder eine wöchentliche Sammlung voll gehabt, aber nie gemerkt. Geht ja nicht ums Geld, geht ums, um XP. Let's see the fruits of your labor. Und verlorene Ohrringe. Delightful. 15 Sätze. 1500 XP, ja, jetzt aber. So, kaufen. Waldspitzen. Wildblumen. Oh, und Fossilien. Welcome then and happy hunting. I know you will be lucky with this.
und verkaufen. Haben wir irgendwo von viel zu viel. 4, 4, 4, 3, 5, ja, ist okay, ne? Aber ist jetzt nicht übertreiben hier. Nö, das sieht gut aus. Das passt schon. Na, ja, das kann weg hier. Not a bad find. Ja, 6 brauche ich. Yes. It is worth seeking this out. Oh. Da seht ihr 7, ne? Ich glaube, bei 10 ist Schluss. Deswegen muss man da ab und zu mal durchschauen. Sonst ärgert man sich, wenn man irgendwas nicht mitnehmen kann. So, apropos. Ich habe doch bestimmt noch Schatzkarten. Hier irgendwie in der Nähe sind, oder? Da, das zum Beispiel. Niedergewandte Stadt, okay. Jede Menge. Dann nehmen wir doch mal das hier. Tja, wie immer. Nix wie hin. Das holen wir uns noch. Gabelbock, das gibt's doch nicht. Na gut, wir brauchen ja nichts mehr. Wir holen jetzt noch den Schatz und dann ist der zweite Teil am Sonntag auch durch. Und so soll es ja auch sein. Ja, und dann kann ich mich tatsächlich gleich um meine Wäsche kümmern und vielleicht sogar noch eine Runde Story zocken. Hier ist es doch schon. Also hier vibriert schon was. Da oben ist er schon. Ja, das ist ja richtig gut. Den Knete und Gold abholen, oder? Oh, 1,67. Und 115 Dollar. Das ist eine Menge Patsche. Und jetzt zurück zum Lager. Noch eben das Feld spenden. Und dann sind wir fertig. Hier. Drei Sterne. Man muss auch treffen. Und nicht richtig getroffen. Na super. Na, ist auch nicht meine Lieblingswaffe, ne? Und dann können wir in der nächsten Folge vermutlich direkt mal was wegbringen. Und wieder Knete verdienen. So, ja dann. Machen wir Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Schreibt doch was in die Kommentare. Und bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.